Okay, liebe Leute, wir schauen uns heute mal die neue Version der Cirrus SR22 an. Und zwar wurde das Flugzeug ja mit SIM Update 14 eigentlich komplett überarbeitet. Laut Patch Notes ist das Außenmodell neu, das ganze Flugmodell ist neu mit CFD, Propellersimulation etc. etc. Und die Garmin Suite wurde hier auch nochmal aufgewertet. Hier ist jetzt die Perspective Suite drin mit zusätzlichen Funktionen, die wir bisher halt in den anderen Flugzeugen noch nicht drin haben, inklusive einer funktionierenden Keyboard-Kontrolleinheit. Ja, von außen sieht das Flugzeug so aus. Ich kann nicht sagen, ob das Modell jetzt wirklich anders ist als das Vorgängermodell. Ich bin das Vorgängermodell viel zu selten geflogen. Aber ich sag mal, die Modelle im Microsoft Flight Simulator sind eigentlich immer sehr, sehr schön. Aber das hier scheint einfach neu aufgesetzt zu sein, zumindest laut Patch Notes. Und wir haben hier die Turbo-Variante drin. Ja, es ist eigentlich die SR22T GT6 Version. So wäre das jetzt offiziell als Bezeichnung. Und das Coole an dem Flugzeug ist jetzt wirklich die Garmin Suite, die nochmal deutlich überarbeitet wurde. Wir haben eine komplette Engine Page. Wir haben die kompletten Checklisten eigentlich drin. Und das ist mega cool gemacht. Und ist daher eigentlich auch sehr gut für Anfänger geeignet, weil man hier eigentlich alles an Informationen findet im Flugzeug, was man so braucht, um das Teil ordentlich zu fliegen. Ja? Inklusive ganz kurz auch die Takeoff- und Landegeschwindigkeiten. Mega cool. Und dann würde ich sagen, wir fliegen hier einfach mal eine ganz kleine Runde in Kingston. Das ist ein kleiner Airport. Ich weiß gar nicht, aus welchem World Update er ist. Und wir sind hier nämlich schon auf 6000 Fuß. Und können dann gleich mal auch das Lean-Feature oder beziehungsweise die Engine-Page-Assistance-Funktion für das Abmagern uns angucken und benutzen. So, dann, wir checken erstmal ganz kurz, dass wir hier die richtige Seite aufhaben. Zack, Parkbremse ist gesetzt, ist ganz wichtig. Ich gehe mal kurz in den Cut-Off. Das Einzige, was ich gemerkt habe, was mir in dem Flugzeug noch fehlt, ist eine Sicherheitsfunktion für den Treibstoffselektor. Normalerweise muss man hier, glaube ich, diesen Knopf, den runden Knopf, drücken oder ziehen, damit man in die Off-Position kommt. Das heißt, wenn ihr hier während des Fluges den Tank wechselt, was wir theoretisch machen müssen manuell, und ihr nicht aufpasst, kommt ihr in den Cut-Off. Das ist noch ein klein bisschen riskant. Deshalb am besten nicht mit einem Mausrad arbeiten, sondern mit einem Mausklick, dann geht das halbwegs. So. Dann switchen wir erstmal die Batterie an. Lassen uns kurz hochfahren. Was ich jetzt noch nicht geguckt habe, ist, ob wir hier auch in die Checkliste reinkommen. Weil die Checkliste ist sonst nur über die zweite Seite zu erreichen. Da wir aber relativ zügig die Engine starten, bauen wir die Avionik einfach mal an. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir die Batterie nicht entleeren komplett, ne? So. Wird auch gleich geöffnet, ja, die Checklistenseite. Und wir haben hier jetzt einfach eine bessere Avionik drin. Also die ist auch wieder von Working Title programmiert. Und wir haben hier eine Kontrolleinheit, die komplett eigentlich funktioniert. Hier ist auch der Autopilot drin. Und wir können hier über viele Sachen direkt auch die ganzen Menüs steuern. Ja, Procedure Page, Flightplan Page. Viele Sachen können wir hier trotzdem über die Buttons noch aufrufen. Zum Beispiel Checklist, Engine und wir haben hier sogar eine Fuel and Weight and Balance Page. Ja, einmal eine Treibstoffseite und dann hier eine richtige Weight and Balance Page, wo uns das Flugzeug, ich sag mal, unser Center of Gravity ausrechnet, so dass man das im Preflight nicht mehr manuell machen muss. Ja, ist richtig cool gemacht. So, Confirm.
Wir fangen mal ganz kurz erstmal mit dem Engine Start an. Preflight ist gemacht. Ja, check, 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 check. Check, check, check. Starting Engine. Ja, hier sind so ein paar Hinweise, etc., etc. External Power lassen wir weg. Brakes sind gesetzt. Battery Master Switches sind on. Strobe Lights machen wir on. Check. Gemisch. Voll reich. Also voll fett. Power Lever komplett nach vorne. Dann Treibstoffpumpe auf Boost. Power Lever, dann ein Viertel wieder offen und Ignition Switch. So. Prop clear. Und wir starten. Ja. Aber check, 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 check. So. Gemisch. Jetzt abmagern. Bis wir Maximum RPM haben. Und wir sind auf 6000 Fuß. Wir müssen theoretisch schon ganz schön abmagern. Ja, wir gucken kurz auf die RPM. Hier steigt sie nochmal her kurz. Da war der Peak. Und Power Lever jetzt auf 1000 RPM zurückziehen. Das ist so die Ground RPM, die man nicht unbedingt überschreiten sollte, laut Checkliste. Und ich muss hier auf 6000 Fuß schon so weit abmagern, ja. Ich bin eigentlich schon wieder, sag mal so, auf 30% zurück. So. Da weiß ich nicht, wo genau jetzt die kritische Höhe von diesem Turbo liegt. Ja, normalerweise glaube ich, dass man also eigentlich nicht ganz so früh so weit abmagern müsste, aber ist jetzt hier erstmal so. So, Mixtur, also Gemisch, check. Power Lever haben wir, check. So, Oil Pressure. Sieb, check, passt. Master Switches on von den Alternatoren, 1 und 2. Da geht ja auch die Krasswarnung weg. Avionics Power Switch hatten wir schon an. Check, Engine Parameters. Wir können mal reingucken, ja, das ist jetzt die komplette Engine-Seite. Sieht aber alles gut aus. Wichtig ist, oder das Wichtigste ist eigentlich Öl, ne? Öldruck und Öltemperatur erstmal so. Alternator scheint zu arbeiten. Volts hauen hin. Passt. Jetzt gucken wir nochmal auf die Fuel and Balance-Seite. Wir haben jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, das komplett aufzufüllen, ja, wenn wir vollgetankt hätten, oder ich drücke auf Tabs. Dann wird das, glaube ich, so gesetzt, wie das hier im Weight and Balance ist. Ich muss mal schon checken. Ne, wir haben nur knappe, was ist denn das? 48, ich sag mal 46 Gallonen haben wir eigentlich nur. Dann können wir das hier, glaube ich, hier nochmal einstellen. So, das wäre jetzt eigentlich unsere richtige Treibstoffmenge. Copilot setzen wir, ist gesetzt als Gewicht, ja. Und TKS Fluid ist die Anti-Eis-Flüssigkeit, ja. Das Flugzeug ist zugelassen für den Flug in Icing Conditions. Und TKS ist die entsprechende, ja, Flüssigkeit, die dafür gebraucht wird. Takeoff. Landing, Current, Fuelborne. Das ist die, ja. Normalerweise muss man das halt dann, ich sag mal, in echt macht man sowas vor dem Start auf Papier. Heutzutage, glaube ich, ne? Oder wenn man das nicht so im Computer hat. Ja, man muss das Center of Gravity kurz ausrechnen, überschlagen, ob das alles innerhalb der Limits liegt. Und wir haben das hier so schön auf dem NXI drin hier. Das sieht echt cool aus. So, dann wieder zurück zur Engine-Seite. Und hier haben wir nachher einen Assist für das Abmagern. Wir haben hier die Temperaturen, ja, die Abgastemperaturen der Zylinder. Und können hier einen Assist anschalten. Der sucht uns auch gleich den heißesten Zylinder raus.
Und wir können dann mit dem Gemischhebel spielen. Der zeigt uns dann, wenn er den Peak gefunden hat, auch an, wie viel wir ja, unterm Peak sind. Ne, Peak-Temperatur, also die Spitzentemperatur quasi. Man kann das nicht umstellen in Celsius, glaube ich. Das wird wieder an den allgemeinen Einstellungen im Flugsimulator hängen. Ja, ich habe imperiale Einstellungen oder imperiale Units. Ihr könnt mir mal schreiben, wenn ihr metrische Units habt oder metrische Einheiten im Flugsimulator, ob sich das hier auf Grad Celsius umstellt. Das wäre nochmal interessant zu wissen. So. Hier passt aber alles. Wir gehen wieder zurück zur Checkliste. Engine-Parameters passen. External Parameter nicht drin. Amps hatten wir gecheckt. Haut hin. Nächste Checkliste. Before Taxi. Flaps sind up. Jawohl. Radius Avionics. Kann man weglassen. Cabin Heat Defrost as required. Fuel Selector Switch Tank. Wir haben hier eine Klimaanlage ein bisschen drin, aber ich finde hier nichts irgendwie simuliert. Also ob wir irgendwo eine Temperaturanzeige für die Innentemperatur haben. Falls jemand dazu was findet, also ein Innenthermometer auf Deutsch gesagt, der kann mir das gerne mal schreiben. So, Sauerstoff haben wir hier auch. Kann ich aber nicht klicken. Okay, das sind die Flaps, 50%, 100%. Hier stehen auch die Geschwindigkeiten dran. Ja, 150 und 110 Knoten. Ich switch mal einmal den Tank. Das war nur die Armlehne hier irgendwie. Was ist denn das hier noch? Ach, Hops Meter ist hier. Die Stunden. Türen gehen leider nicht auf. Also ich habe es nicht hinbekommen. Fenster auch nicht. Das haben wir halt, ich sag mal, bei keinem Asobo-Modell bisher, ne? Dass wir irgendwie was öffnen können. Aber das ist nicht so schlimm. So, wir gucken mal, ob wir hier auch die Sectional Charts drin haben. Weil Navigraph bietet jetzt auch für Amerika die richtig coolen VFR-Karten an. Muss mal gucken. Ne, das sind nur wieder die normalen Charts. Hier kann ich auf IFR-VFR-Charts umschalten. VFR. Oh. Das ist aber, glaube ich, das ist nur die normale. Nee, es sind noch nicht die Sectional Charts. Das ist der normale VFR-Layer von Navigraph noch. Geht das denn im. Geht das hier mit den Sectional Charts? Load. Oh mein Gott, ich habe das lange nicht gemacht hier mit dem. Sectionals. Ja, ne, die Karten meine ich. Das sind die richtig guten VFR-Karten eigentlich. Aber das geht scheinbar erstmal nur in der Oberfläche von Navigraph. Das ist hier noch nicht mit drin auf der. Hier ist nur die normale VFR-Karte. Ist auch egal, reicht vollkommen zu erstmal. So. Flugplan zeigt da nicht groß an, ne? Ich habe ein paar Custom-Wegpunkte genommen, einfach um zu testen, ob er das übernimmt, den Flugplan. Aus der Weltkarte macht er auch. Ja, es passt. Aber ist schon cool, ja. Gerade diese Seiten hier, diese Engine-Seiten, die finde ich mega, mega interessant. So, dann würde ich sagen, fliegen wir eine Runde. Ich starte mal Sky Dolly. Dann machen wir mal Navigationslicht an schon mal. Pitot Heat, wie warm haben wir es denn eigentlich? 15 Grad, brauchen wir eigentlich nicht. Barometer setzen wir noch. Oh, ist schon wieder richtig gesetzt.
Mal checken, ob das stimmt mit dem Wetterpreset. Ja, das stimmt. Hat er automatisch richtig gesetzt. Na gut, dann können wir loslegen. Headtracking noch an. Ich muss mal gucken, wir müssen, glaube ich, rückwärts hier, um zur Runway zu kommen. Ja. Parkbremse lösen. Gucken, ob wir die Kurve kriegen. Und das Flugzeug hat auch, ich sag mal, ja, so eine Art Fahrdeck drin, ne? Ganz vereinfacht gesagt. Electronic Engine Control. Also wir steuern die Propeller ab hier auch nicht mehr manuell. Deshalb gibt es ja auch keinen Propellerhebel, ja. Das macht alles der Computer für uns. So, dann machen wir ganz kurz einen Takeoff. Was ist denn jetzt losgegangen? Habt ihr das gehört? Hier ist irgendwas. Parkbrake ist klar. Vom Sound her, es hörte sich komisch an. Wir gehen kurz in die Checkliste. Wir machen mal auch den Run-Up-Test, würde ich sagen. Parkbremse, ja, ja. HSI Orientation, haut hin. Attitude Gyro. Es haut alles hin. Also ich denke mal, das ist das hier, ne? Also, ob das hinhaut von der, von der Ausrichtung unserer Attitude, ne? Ob wir gerade stehen und ob HSI hinhaut. Also, die Ausrichtung ist. Kompasses. Turn Coordinator ist ja hier integriert, hier oben. Passt auch. Und Before Takeoff, wir gucken mal. Türen sind zu, Caps and Seatbelts, Shoulder, Air Conditioner. As desired, jawohl. Recirc Mode ist untersagt im Flug. Kann man hier, glaube ich, aber auch nicht klicken. So, Treibstoff, Quantität, jawohl. Selector. Setzen wir jetzt für den Takeoff wieder zurück auf die andere Seite. Dann Treibstoffpumpe ist noch auf Boost. Gemisch. Ja, Full Rich können wir hier nicht setzen in 6000 Fuß. Da stirbt uns der Motor fast ab. Beziehungsweise wir ja, würgen ihn ab, weil er zu viel Sprit kriegt. Flaps 50. Also eine Flap-Stellung. Transponder lassen wir mal weg. Autopilot-Check lassen wir mal weg. Navigationsradius, GPS brauchen wir erstmal nicht. Cabin Heat, Defrost brauchen wir erstmal nicht. Brakes. Ich habe ein Parkbremse gesetzt. Power Lever jetzt auf 1700 RPM. Ach, das war, glaube ich, die. Das war so eine Warnmeldung, weil wir waren zu sehr im Idle wahrscheinlich. Möglicherweise geht da der Alternator nicht. Das. Aber ich habe halt hier keine Kastenmeldung gesehen, keine passende. So, 1700 RPM. Ja. Alternators laden, Batterie wird nicht entladen. Passt. So, Pitot Heat könnte man jetzt testen, lassen wir mal weg. Brauchen wir eh nicht anmachen. Landing Light machen wir an. Dann Annunciator Lights, check. Annunciator Lights. Hat er noch Annunciator Lights? Hat er nur noch das hier? Hat
Bleibt der noch irgendwo in Annunciator Lights? Vielleicht ist das... Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, was damit gemeint ist. Check. Voltage hatten wir auch gecheckt, passt. Wir haben 28 Volt drauf, sehen wir zur Not hier auch mal ganz kurz, ja. Auf dem Essential Bus. Pitot-Heat as required, wir lassen es aus. Hier stehen die Bedingungen, ne, für Pitot-Heat eigentlich. Entweder wenn wir in Icing Conditions fliegen oder sichtbare, ja, Feuchtigkeit draußen ist oder wenn es einfach kälter als 5 Grad Celsius ist. Navigationslicht ist an, Landelicht ist an, Magnetos, können wir kurz checken. RPM, ja, darf aber nicht mehr als 150 droppen. Und muss sich auch wieder erholen. Rechts passt. Links passt auch. Auch zu weit gedreht auf Starter. Das passt, Engine Parameters passt, Power Level jetzt wieder auf 1000 RPM. Halt, wartet mal, ich wollte das mal jetzt setzen, schon um richtig abzumagern. Wir nehmen mal ganz kurz den Assist. So, ich reiche ja jetzt wieder ein bisschen an. Es kann aber sein, dass das wieder nur im Flug funktioniert, dass es hier am Boden noch nicht richtig geht. Doch, er hat schon einen Peak gefunden, ne? Ich mager jetzt so weit ab, bis ich hier genau am Peak bin, Peak EGT. Und dann gehen wir hier wieder rein, Checkliste Magnetos, haben wir. Jetzt können wir Power Lever wieder auf 1000 RPM zurücknehmen. So, Flight Instruments, Altimeter, check, hatten wir gesetzt, check. Flight Controls. Check. Trim. Ja. Bin mir nicht sicher, für was ich hier trimmen soll. Wie viel, ne? Da habe ich jetzt erstmal keine Tabelle gefunden. Und normalerweise funktioniert das wahrscheinlich so, wenn wir trimmen, dass der ganze Stick sich hier bewegt oder hier sich irgendwas bewegt. Aber ich habe hier noch nichts gefunden irgendwie. Dass das vielleicht nicht simuliert ist von der Animation her. Oder bewegt sich da was? Nee, ne? Nee, da bewegt sich nichts. Nee. Ich würd's erstmal auf neutral lassen. Ich trimm neutral. Die Frage ist nur, sieht man hier irgendwo im Flugzeug noch eine Trim-Indikation? Ich lese mir das ja aus als Variable. Aber ich weiß nicht, ob man hier irgendwo... die Trimmung sieht. Könnt ihr mir mal auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr das irgendwo findet. So. Trim Autopilot ist disconnected. Icing Conditions haben wir nicht. Und wenn wir jetzt einige Checklisten überspringen wollen, also einfach bestimmte Eis-Checklisten überspringen wollen, können wir hier auf Checklist klicken. Und kann man hier durchscrollen. Ne? Wir nehmen jetzt den normalen Takeoff, Enter und springen direkt in die Takeoff-Checkliste. Ja, Bremsen lösen, Power Lever Full Forward, Engine Parameters checken und bei rund 77 bis 80 Knoten rotieren. Und bei 90 dann die Flaps einziehen. Zack. So, hier steige ich mir noch ganz kurz. Hat er sich nicht gespeichert? Okay, DME. Wind. Wir machen mal so. Back. Brauchen wir nicht. Passt. So, dann geht's los. Kamera nochmal zentrieren vom Head-Tracking. So. Parkbremse lösen. Anbremsen.
Und Rotate. So, wir sind relativ safe, wir sind über 90 Knoten. Flaps einfahren. Und ich mache die Checklist jetzt nicht auf, aber normalerweise für einen Climb jetzt so auf 30 Inch Manifold Pressure zurückgehen, also auf 30 Zoll. Das wäre so Climb Power Setting und eine Geschwindigkeit von ungefähr 120 Knoten, aber wir steigen jetzt nicht groß. Ich nehme also mehr Power raus und level gleich mal aus und wir fliegen mal so ein bisschen hier auf der Ebene, dass wir mal den Autopiloten anmachen können. Also es fühlt sich auf jeden Fall erstmal ziemlich interessant an, das Flugmodell. Also er reagiert sehr direkt auf die Eingaben. Also ein bisschen empfindlicher, als ich es jetzt gewöhnt wäre. Ich mache mal jetzt den Autopiloten an. Ja, er geht erstmal in den Rollmodus, Pitchmodus. Und wir können jetzt hier unten ganz normal Sachen einstellen. Ich stelle mal 7500 Fuß ein. Vertical Speed Modus. 500 Feet per Minute. Ich synchronisiere mal den Heading Bug, gehe auf Heading Mode. Und wir drehen mal nach links. Und Flugplan abfliegen wäre wieder ganz normal hier, ja, über CDI auf FMS stellen, beziehungsweise GPS und dann den Affenmodus nutzen. Also da hat sich ja jetzt nicht groß was geändert. Ja, wir können auch schnell ausleveln. Also Levelmodus ist jetzt simuliert. Und wir magern jetzt nochmal richtig ab im Flug, wenn wir unsere, ich sag mal, Cruise-Altitude erreicht haben. So würde man das machen. Ja, dass man nochmal richtig abmagert. Aber eigentlich, ich kann theoretisch noch über Standard-Luftdruck Power geben. Ne? Also wenn ich Vollgas gebe, kommen wir noch über... Also der Turbo arbeitet noch, wir haben noch nicht die kritische Altitude erreicht eigentlich. Deshalb staune ich, dass wir abmagern müssen, aber da kann auch sein, dass ich jetzt technisch da irgendwas nicht richtig verstehe. Aber normalerweise, wenn der Turbo die Luft ja komprimiert, ja, braucht man halt eigentlich nicht abmagern. Aber vielleicht ist hier irgendeine Automatik hinter, ich habe keine Ahnung. Da bin ich gerade technisch überfragt. So, Engine. Peak Assist nochmal an. Wir haben jetzt Cruise Altitude erreicht. Ich setze mal ungefähr den Manifold Pressure auf 20 erstmal. 20 Zoll. Und jetzt reiche ich erst nochmal an. Temperaturtechnisch. Ich habe da mal zurückgesetzt. Ja, nochmal anreichern. Und nochmal abmagern. Da war der Peak. Ja, da war der Spitzenwert. Und dann gehen wir wieder zurück auf den Spitzenwert. Und hätten jetzt unseren... unser Gemisch auf Lean Peak EGT. Null. Mega cool. Aber wie gesagt, ich habe da so Bauchschmerzen bei, dass das irgendwie richtig ist. Das widerspricht so ein bisschen jetzt gerade meinem physikalischen Verständnis von einem Turbomotor. So, dann fliegen wir auch schon zurück. Soll nur eine kleine Runde sein heute. Hier haben wir übrigens noch so ein bisschen die Beleuchtung, ja, für die
Panels auch die Helligkeit. Kann man noch ein Stück hochdrehen. Und ich mache den Autopilot wieder aus. Und wir fliegen zurück. An sich fliegt sich das herrlich. Aber es fühlt sich schon ein klein wenig anders an als sonst. Also übers Querruder sehr, sehr empfindlich, würde ich sagen. Was ja normal sein kann, ne? Sowas ist immer unheimlich schwer zu beurteilen, wenn man nicht wirklich selbst Pilot ist. Hier hatte ich aber in den Patchnotes, glaube ich, auch gelesen, dass sie hier echte Piloten zum Testen mit zugezogen haben. So, ich stelle mir mal die Range ein bisschen hoch. Ach, mit Head-Tracking antrifft man das nicht. Dass ich ungefähr den Airport finde. Hier sind jetzt noch mehr Sachen implementiert und neu, die ich selber noch gar nicht so richtig kapiert habe. Hier ist irgendwie auch ein Landeassist mit bei, also der so Warnungen über zu viel Crosswind und sowas irgendwie gibt, aber das muss ich selber erstmal testen. Fühlt sich auf jeden Fall irgendwie cool an. FPS-technisch auch, zumindest mein System, kein Problem. Ja, und ich habe die... Das kann ich mal direkt checken. Ich hatte letztens das umgestellt, aber ich habe die Glas-Cockpit-Wiederholrate, glaube ich, auf Maximum gerade. Ja, auf hoch. Ja. Läuft alles absolut flüssig. Ach so, können wir Synthetic Vision einschalten? Das war, glaube ich, hier eigentlich. Ach, ist ja an. Ist alles nur braun. Ich Idiot, ne? Wir können es natürlich ausschalten, ne? Ja, okay. Es ist natürlich an. Alles gut. Ich fliege mal eine kleine Platzrunde. Der Airport liegt zwar unheimlich dicht am Bergkamm, aber es passt gerade so mit einer Platzrunde. Und was jetzt auch geändert wurde, wo sich viele drüber mal aufgeregt haben, ist irgendwie ja, die Einfärbung des Horizonts und der Ozonschicht oder sowas. Also, das wäre mir nie im Leben aufgefallen, dass das irgendwie nicht richtig ist oder so. Und ich bin da, glaube ich, auch zu, ja, unerfahren als Nicht-Pilot, ja, wie das eigentlich aussehen muss. Aber das soll jetzt wohl anders aussehen. Mehr grünlich. Ja, mal schauen. Ich dachte eigentlich, dass heute nochmal ein Famous Flyer oder Local Legend oder irgendwie so rauskommt. Aber bisher nicht. Erstmal nur Sim Update 14. Und der Airbus wurde halt wieder rausgenommen, ne? Der Airbus 320 Version 2. Da gab es Probleme auf der Xbox und dann haben sie den erstmal komplett wieder rausgenommen aus dem Sim Update. Und der kommt dann irgendwann zurück, wenn er gefixt wurde.
Ja, die Runway hier ist unheimlich schwer zu erkennen. Deshalb fliege ich da wirklich mal kurz direkt drüber. Und morgen müsste eigentlich mein Force-Feedback-Joystick kommen. Da bin ich mal gespannt, ob sich das dann wirklich anders und besser macht, wenn man einen Force-Feedback-Joystick im Flugsimulator benutzt. Und wie kompliziert das ist, das einzurichten, da bin ich auch gespannt drauf. So, hier ist die Runway. So, ich mach mal Yaw-Damper aus, bevor ich das vergesse. Das macht man eigentlich, glaube ich, zur Landung immer aus. So, Runway sieht frei aus. Dann gehen wir mal den Downwind Lag. Ich setze mal Flaps 1, also 50%. Und wir landen so auch mit 80 Knoten. Pi mal Daumen. Ich gehe jetzt auf 110 Knoten, dann können wir Flaps 100% gleich setzen. Das hilft nochmal beim Geschwindigkeit abbauen. Wir landen jetzt mit Rückenwind, aber das ist halt hier irgendwie aus der Richtung nicht großartig anders machbar. Es wäre schon, mit viel Risiko wäre es machbar, da hinten, ne, über die Berge rein zu curven, aber. So. Mit Rückenwind, das heißt, wir sind ein bisschen schneller über Grund als unsere Indicated Airspeed. Ich fliege mal ein klein bisschen weiter raus. Und jetzt drehen wir rein. Ich setze Flaps full. Und wir fangen an zu sinken. Ich bleib erstmal noch so bei 90 Knoten. Ich mache das Gemisch, Entschuldigung, ich fette das Gemisch ein ganz klein bisschen an, weil wir auf 7500 abgemagert hatten. Wir sind jetzt schon wieder 1000 Fuß tiefer. Wir wären zu langsam. Achtzig sollten wir schon halten erstmal. Die Runway ist auch ein klein wenig so bergauf. Die hat so eine kleine, ja. Wie sagen wir dazu? Oh mein Gott, eine Steigung drin. Das Flugzeug ist auf jeden Fall lebendig. Also es fühlt sich gut an. So, mit 80 über den Zaun fast. Perfekt. Power raus. Fühlt sich sehr gut an. Herrlich. Oh, 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 sehr direkt beim Lenken, ja, okay. Aber das Gerät nicht ins Schleudern.
cool. Fühlt sich gut an. Vom Flugmodell her. Also fühlt sich wirklich anders an als, ich sag mal, so ein Standardflugmodell vom Microsoft Flight Simulator. Ich glaube, wir haben jetzt die Cessna 172 und auch die SR22, die jetzt ein bisschen einfach vom Flugmodell her überarbeitet sind mit CFD und so weiter. Ja, schon wieder irgendwas angegangen, ne? Es kann sein, dass die Treibstoffpumpe anspringt oder so automatisch, wenn ich das hier runterschiebe. So, wir stellen uns mal hier vor den Hangar. So. Parkbremse setzen. Ich lasse die Engines laufen. Ich mache noch ein paar Aufnahmen. Ja, ich glaube, man muss wirklich so 1000 RPM einfach drin behalten, dann passt das so. Zack. Jo. Cool. Also, die SR22 ist jetzt so mit eins der ja besseren Standardflugzeuge aus dem Microsoft Flight Simulator, ja, also native Flugzeuge, die nicht irgendwie von Drittentwicklern kommen oder so. Echt cool. Mega cool gemacht. Okay, liebe Leute, das soll es auch erstmal gewesen sein. Durch das Update 14 wird die SR22 in meinen Augen doch deutlich aufgewertet. Das Teil macht jetzt richtig Spaß. Hat eine mega coole Avionics-Suite drin. Sehr modern. Und fliegt sich einfach lebendiger als die anderen Standardflugzeuge in meinen Augen. Das ist immer unheimlich schwer zu beschreiben mit Worten, ne? Aber ihr könnt es ja einfach selber austesten. Mega cool. Gut, am Ende dann wie immer der Hinweis auf unseren JD Community Discord Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen mehrere tausend Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Text-Support-Kanäle und ich kann euch noch wie immer anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Man kann an meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten so ein bisschen austauschen, rumchatten oder unsere Voice-Kanäle nutzen. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.